Ja, hallo Tag auch. Wie ihr gesehen habt, ich muss heute Pilze vernichten und da dachte ich mir, füllen wir doch mal ein bisschen Hühnchenbrust. Ja, was brauchen wir dafür? Klar, ein bisschen Pilze, das sind so mittelgroße Champignons, zwei Knoblauchzehen, drei Stangen Frühlingszwiebel, eine Paprika, eine Zwiebel. Das hier ist getrockneter Ingwer, das ist ein Teelöffel. Ein bisschen Bacon, vielleicht später noch ein bisschen mehr. Dann brauchen wir die gute Kikkoman-Sojasauce, absolut beste, wie ich finde. Ja, und ein paar Hühnerbrüste oder Hähnchenbrustfilets, aber im Ganzen und die schnippeln wir noch. Ja, und im Streuer ist mein Spock. Das Rezept zu der Gewürzmischung findet ihr auf meiner Webseite. Und wie immer müssen wir erstmal ein bisschen schnippeln. Alles möglichst klein schneiden, nicht zu groß. Die Pilze später werdet ihr sehen, die werden ein bisschen gröber geschnitten. Aber insgesamt sollte das schon eine sehr feine Geschichte werden. So wie hier, so kleine Würfel immer lang runter. Ja, hat jetzt ein bisschen gedauert mit meinem nächsten oder neuen Video hier. Es liegt daran, dass wir umgezogen sind. Wir wohnen zwar immer noch in Jelly County, aber hier die neue Location, es ist noch kein Wetterschutz da. Es ist alles noch im Neubaustadium und darum ging es leider nicht. Aber jetzt wird alles besser. Außerdem wird jetzt Frühling oder wir haben jetzt schon Frühling und da gibt es auch wieder mehr Videos. Endlich. Und glaubt mir, in der Zeit, wo ich nicht gedreht habe, habe ich verdammt viele verrückte, aber auch leckere Ideen mir ausgedacht. Die werde ich euch alle präsentieren. Also, ihr bleibt dran. So, jetzt nur noch die Frühlingszwiebeln runterschneiden und dann haben wir den ersten Schritt der Schnippelei doch schon mal geschafft. Wow, ich mach's allerdings ganz gerne. Schnippeln ist irgendwie mein Ding. So, Hühnchen schneiden. Dazu wähle ich ja nicht immer ein Kunststoffbrett. Ich schneide Hühnchen oder Hühnerbrust nicht so gerne auf dem Holzbrett, weil ich habe immer das Gefühl, da werden sich dann die Bakterien oder keine Ahnung, welche Viren da rumschwirren drinne, zu stark verteilen und festkrallen und ich kriege sie nicht mehr raus. Ja, bevor wir mit dem Schneiden anfangen, tupfen wir die Hühnerbrüste einmal ab. Ja, und dann werden wir sie der Länge nach zerlegen. Okay, das kleine Ding da, das legen wir an die Seite, das kommt trotzdem mit auf dem Grill, so zum Snacken. Gut, wir müssen sie jetzt der Länge nach aufschneiden, ist eigentlich gar nicht so schwer. Dazu so eine Hühnerbrust aufs Brett drücken, mit der flachen Hand festhalten und parallel zum Brett so ungefähr durch die Mitte langsam durchschneiden. Hilfreich, scharfes Messer, ganz klar. Und ich sehe gerade, ich habe noch Gemüse am Finger. Boah, hoffentlich geht das wieder ab. Machen wir jetzt mit der nächsten auch nochmal. Ein bisschen anschneiden und dann wieder mit der Hand festdrücken und mit dem Messer parallel zum Brett oder zum Tisch, je nachdem, wo ihr schneidet, einmal der Länge nach durchschneiden. Ja, geschnitten haben wir sie jetzt. Ab zur Seite mit der Masse, denn jetzt brauchen wir ein bisschen Platz. Wir wollen es den Brüstchen jetzt mal richtig besorgen. Die legen wir jetzt hier mal in so eine Plastikfolie und hämmern die mal ordentlich platt. In der Plastikfolie oder wie hier in so einem Gefrierbeutel, das macht durchaus Sinn, weil dann spritzt euch nicht die ganze Küche voll. Das bleibt alles schön sauber. Auch euer Hammer oder hier die Rolle, das bleibt alles sauber. Müsst euch keine Gedanken machen. Ja, das machen wir möglichst gleichmäßig, so groß wie es geht, aber vorsichtig, es sollte schon ein Stück bleiben, nicht zerfetzen und nicht zerreißen. Ja, Brust Nummer 1 ist platt, die nehmen wir jetzt vorsichtig da raus und hier sieht man, na, ein bisschen eingerissen ist sie schon, aber macht nichts. Das werdet ihr nachher sehen, das wird schön gewickelt. Dann kümmern wir uns jetzt um den Rest der Brüstchen und ja, hämmern die auch noch ein bisschen platt.
Ja, die Hühnchenbrüste sind bearbeitet. Das kleine Stück, wie gesagt, das wird ein bisschen gewürzt und kommt gleich mit auf den Grill. Ja, und da gehen wir jetzt mal hin. Okay, als erstes starten wir hier mit der Füllung. Die müssen wir erstmal vorgaren, bevor die Hähnchenbrüste an sich dann damit gefüllt werden. Und dafür habe ich hier so einen schönen schwarzen Topf. Da sind so zwei Esslöffel Öl drin. Das machen wir schön heiß. Und dann kommt das Gemüse an die Reihe. Als erstes geben wir mal die harten Sachen da rein, das heißt Zwiebel, Paprika und die klein geschnittenen Knoblauchzehen und schwitzen die an, so dass sie ja doch schon glasig werden, vielleicht sogar ein bisschen bräunlich. Ganze jetzt immer schön verrühren, das darf nicht anbrennen und man sieht hier, die Zwiebeln sind schon schön glasig, Paprika nimmt auch eine gute Farbe an. Dann geht es jetzt weiter mit den nächsten Sachen und zwar sind jetzt die Pilze dran. Die klein geschnittenen Pilze geben wir mit dazu, rühren die unter und dann wird ein bisschen gewürzt. Würzen tue ich die eigentlich wie fast immer mit meinem Spock. Das ist Salz, Pfeffer, Zwiebel und Knoblauchpulver gemischt. Passt zu allem, Fleisch, Fisch, Geflügel oder Gemüse. Einfach ein gutes Allround-Gewürz. Auch sehr gut als Basis für alles andere geeignet. Rezept wie gesagt auf meiner Website. Ja, und hier im Topf sieht man schon, es bildet sich eine Menge Flüssigkeit. Die kommt zum größten Teil aus Zwiebeln und Paprika natürlich. Und die kochen wir ein bisschen raus da, weil wir brauchen eine festere Füllung. Und jetzt zum Schluss kommen noch die Frühlingszwiebeln dazu und die Sojasauce, die haben wir noch vergessen, die mixen wir auch gleich noch mit runter. Von der Sojasauce gebe ich hier also 5 Esslöffel rein. Man kann auch vielleicht ein bisschen mehr nehmen, je nach Geschmack, aber denkt dran, Sojasauce ist ziemlich salzig, dann müsst ihr mit dem Beifügen von Salz ein bisschen vorsichtiger sein, weil sonst schmeckt die Füllung hinterher nicht mehr. Ja, und einige hatten mal gefragt, hatten gar nicht gefragt, der Ingwer ist dran. So, aber jetzt. Einige hatten gefragt, was das für Töpfe sind, die ich da benutze. Es ist eindeutig kein Gustav oder Dutch Oven. Nein, das ist für solche Sachen bestens geeignet, ein Muscheltopf. Da gehört eigentlich noch ein gleicher Deckel oben drauf. Eignet sich hervorragend für so kleinere Sachen am Grill und kostet überhaupt nicht viel. Ich glaube, der hat so 8 Euro gekostet. Ja, und ganz elegant schwingen wir den Topf von der direkten in die indirekte Zone und schließen den Grill, Deckel drauf und lassen das so für gute 20 Minuten erstmal ziehen. Wie gesagt, damit die überschüssige Flüssigkeit da rauskommt, das Ganze ein bisschen einkocht und noch eine schönere Farbe annimmt. Man kann das, glaube ich, jetzt gleich ganz gut sehen. Eine schöne bräunliche Farbe haben wir bekommen. Jetzt nehmen wir das dann, wenn es soweit ist, raus und lassen es abkühlen. Ja, und die Meute, wie man sieht, hat Hunger. Also, Jelly gibt Gas. Jetzt wollen wir uns mal nicht hetzen lassen, wir sind nicht auf der Flucht, wir sind beim Barbecue. Also erstmal einen Schluck Bier und dann geht's los. Als erstes verteile ich mir hier immer 3 Scheiben Bacon auf das Brettchen und lege dann da die Hühnerbrust drauf und würze die dann gleich auch nochmal mit der Gewürzmischung, wie ich die auch für die Füllung benutzt habe. Es gibt dann einen schönen runden Geschmack.
Und die Baconstreifen sollten möglichst so liegen, dass die Hühnerbrust rechts und links am Ende ein Stückchen übersteht. Muss ich hier nochmal eben korrigieren, weil das hilft dann, wenn die Füllung da ist, weil ihr werdet gleich sehen, wir kriegen die nicht ganz geschlossen, ganz gedreht, aber der Bacon sorgt dann beim Garen dafür, dass der sich schön zusammenzieht und alles zusammenhält, damit auch auf gar keinen Fall irgendetwas rausfällt. Ja, ein Hauch leckere Würze und dann gebe ich da so circa 2 bis 3 Esslöffel von der Füllung drauf. Also je nach Größe der Hähnchenbrust müsst ihr dann sehen, abschätzen und schließe das Ganze. Ja, schön im Bacon gewickelt, verschlossen, zur Seite legen und ja, mit der nächsten Hühnchenbrust weitermachen. Und hier nochmal ein sexy Stück Fleisch. Das überstehende Stückchen, das schieben wir unterm Bacon. Wenn der sich zusammenzieht, hält das prima zusammen. Okay, weiter geht's. Ja, hier auch wieder ein bisschen von der Füllung drauf, ein paar Esslöffelchen und dann wieder verschließen. Und die Füllung, die duftet unwahrscheinlich schön. Hat einen richtig schönen asiatischen Touch und einfach klasse. Wirklich, müsst ihr ausprobieren. Ja, jetzt wird es doch ein bisschen eng auf dem Brettchen, dann legen wir sie doch schon mal in den Grill. Wie man hier ganz klar erkennen kann, wir garen die Hähnchenbrüste indirekt, und zwar die ganze Zeit, für ungefähr 30 bis 40 Minuten, je nachdem wie heiß der Grill ist. Dieser Grill läuft so bei 180, 190 Grad. Alles schön eingepackt, schön indirekt in den Grill gelegt, Deckel zu und es wird dunkel in Jelly County und ich habe noch keine Außenbeleuchtung, darum hier so ein bisschen kriminelles grün-weißes Licht. Dadurch sieht das Fleisch natürlich ganz besonders lecker aus. Ja, so ist das, wenn man zu spät mit seinem Barbecue anfängt. Die Dunkelheit überrascht einen natürlich dann sehr schnell. Und ja, wie gesagt, Neubau, noch keine Außenbeleuchtung angebracht. Dann muss man halt auf so ein kleines iPhone zurückgreifen mit ein bisschen Lampe dran. Aber hier, wir haben es geschafft, trotz bitterer Dunkelheit. Das Essen ist fertig. Und schaut euch mal den Bacon an. Ha? Ja, der sieht gut aus. Dann nehmen wir uns doch mal so ein Röllchen und schneiden das mal an und gucken mal, wie es von innen geworden ist.
Ja, also Duftnote 1A, ganz klar. Okay, ich schneide hier noch ein Stückchen für die beiden Kinder ab. Der Rest ist natürlich dann für mich und lasst es mir schmecken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt mir treu, gebt mir ein Abo, ein Like, empfehlt mich weiter. Ihr kennt die ganze Nummer. Bis zum nächsten Mal.